Inzwischen hatte Elisabeth Post von Furtwängler bekommen. Ein Foto mit Widmung. Schickte mir Wilhelm Furtwängler am 30. August 1941 und schrieb drauf: Frau Elisabeth Ackermann in Freundschaft und Verehrung, Wilhelm Furtwängler. Und später entdeckte ich, dass er hinten auch noch was draufgeschrieben hatte: Dir, der liebewürdigsten Freundin. Aber ich habe es alles damals nicht für ernst genommen. Ich dachte, das ist ja sehr nett. Auch ich war auch natürlich geschmeichelt, das wäre albern, wenn ich das nicht sagen sollte. Und dachte ich, mein Gott, du. Elisabeth geht dann doch in das Konzert. Danach fährt sie mit ihrer Schwester zum Essen nach Potsdam, wo Furtwängler wohnt. Er will ihr sein Haus zeigen. Soll ihr doch mal die untere Wohnung auch zeigen. Ja, das ist gut, sagt sie. Also Maria steht auf, geht los, zu dem, auch wieder Treppe runter zum Gehen. Und ich gehe natürlich hinterher und da fasst er mich von hinten und will mich umarmen. Und er hatte aber im selben Moment meinen Ellbogen in seinem Magen, kann ich nur sagen. Ich war so, es wurde nicht, niemand wusste, nichts wurde nicht gesprochen. Es waren nur die Tatsachen passierten so. Ich fand es so unglaublich von ihm, muss ich sagen, dass er mich da plötzlich umarmte und die Maria war, also gut. Kunstwerk muss man sich einstellen. Es ist eine geschlossene Welt, eine Welt für sich, schreibt Furtwängler. Sich einstellen heißt Liebe. Sie ist das Gegenteil vom Abschätzen, vom Vergleichen. Sie sieht das Unvergleichbare, Einzigartige. Die vom Werk immer wieder neu erschütterte und ergriffene Liebe schafft die Bedingungen für die Erfassung des Ganzen im Kunstwerk. Denn dies Ganze ist nichts als Liebe. Jeder einzelne Teil kann mehr oder weniger mit dem Intellekt, das Ganze aber immer nur mit dem lebendigen Liebesgefühl erfasst werden. Ich fuhr am 31. in der Nacht mit dem Schlafwagen mit Maria zusammen nach Wien. Wir kamen an am 1. Januar 1942 und da wurde Frau von Tiedemann, das war die Sekretärin von Furtwängler in Wien, holte uns ab. Und wir fuhren also mit dem Auto in das damals, komischerweise wohnte er da mal in dem Grand Hotel, wie die Wiener sahen ins Grand. Die sahen zwar Imperial, aber Grand. Und da kamen wir rauf und wir kommen rein, Maria und ich. Ganz so, er umarmt die Maria, ganz wie das immer, hello, und dann auch für mich auch hello und ganz. Und jetzt müsst ihr sofort, er saß am Fidel, arbeitete im Noten. Und ihr müsst sofort rüber, jetzt ist das Krauss-Konzert mit Walzern. 1. Januar natürlich, Wiener Philharmoniker, das Krauss, müsst ihr sofort rüber. Ich stand da, ich tat natürlich alles mit. Ich hatte mich verliebt. Am 1. Januar zwischen 10 und 11, 1942.
Wenn Furtwängler nicht dirigieren konnte, nach 45 wegen des Auftrittsverbots, nach 33 wegen seines Eintretens für den entarteten Hindemith oder wegen eines Skiunfalls, dann konnte er arbeiten. Und das war sein Wort für komponieren. Ich will komponieren und eigentlich nichts als komponieren, schreibt er an seinen Lehrer Curtius. Dass meine Produktion nicht Ausfluss irgendeines Spieltriebs oder einer Eitelkeit, auch nicht irgendeiner Selbsteinbildung, sondern für mich die ernsthafte und entscheidendste Sache im Leben sei, ist mir seit langem klar. Meine Dirigentenkarriere ist ernsthafter Erwähnung nicht wert. In Wirklichkeit war das Dirigieren das Dach, unter das ich mich im Leben geflüchtet habe, weil ich im Begriff war, als Komponist zugrunde zu gehen. Leider habe ich in meinem Leben viel zu viel dirigiert. Ja, leider habe ich in meinem Leben viel zu viel dirigiert.